Ich habe alles eingeladen, wir können los. Ja, ich habe auch alles. Und für den kleinen Hunger habe ich noch mal wieder ein paar Bananenchips. Oh, okay. Gut, sind zwei. Hier. Na gut. Du ein, ich ein. So, bist du jetzt fertig? Fertig. Dann können wir los. Ich habe den Strandkorb eingeladen. Ah ja, genau. Mhm. Dann können wir los. Dann können wir los. Heute fahren wir zum Beachhaus, weil, nee, wir sind ja alle naslang da, aber wir haben heute einen Strandkorb im Gepäck. Den müssen wir noch zusammenbauen. Ne? Weil, weiß ich nicht, Strandkorb und Beachhaus, das gehört irgendwie so zusammen. Strandkorb und Hawaii aber irgendwie nicht. Der Strandkorb ist schließlich norddeutsches Kulturgut und deshalb fühlt es sich ein bisschen an wie kulturelle Aneignung. Aber Conny ist ja ein in der Wolle gewaschener Hamburger. Zumindest passt das hawaiianische Wetter zum Strandkorb. So, dann fangen wir mal einfach an auszupacken, ne? Also, ich habe gedacht, so, wir haben jetzt, ich weiß nicht, seit 40 Jahren einen Strandkorb. Auch in Hamburg hat man einen Strandkorb, in Texas hat man einen Strandkorb. Und irgendwie haben wir das hier in Hawaii völlig gar nicht dran gedacht. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich gesehen, es gibt eine Firma auf dem Mainland in Amerika. Und da habe ich den bestellt. Dann habe ich ihn rübergeschickt und so einfach geht das. So. So, und dann gucken wir mal. Ein Strandkorb aus den USA? Das nennt man wohl Globalisierung. Mal sehen, ob der auch tatsächlich aussieht wie ein deutscher Strandkorb. Zumindest sind die Bezüge schon mal gestreift. Immerhin. Also ich wüsste nicht, dass ich hier schon mal irgendwo einen Strandkorb gesehen habe. Ist das nicht auch irgendwas typisch Deutsches, so ein Strandkorb? Ja. Ja, ne? Ich weiß nicht, vielleicht in Kalifornien an der Küste? Aber ansonsten wüsste ich das jetzt auch nicht. Ja, ich auch nicht. Dann wird es vielleicht der südlichste Strandkorb der Welt. Aber erstmal kommt das klassische Montageproblem. A1, A und B. Das Teil, ja. Und das Teil. Das Teil und das Teil. Das Teil ist hier eins. Und eins von. Nee. Ja, das weckt Erinnerungen. Das letzte Mal, als Manu und Conny etwas gemeinsam nach Bedienungsanleitung aufgebaut haben, wäre der Pool fast nicht gebaut worden. D und dann kommt C. Warte, da stimmt was nicht. Ja, du hast ja zu viele von den A's hingelegt. Nein, nein. Moment. Hier ist kein C. Hier ist ein C. Manu, das, die sind alle gleich. Das ist mir egal. Nachher sind die nicht alle gleich. Wieso haben wir denn kein B mehr? Ich verstehe nicht. Okay, nochmal. Hier ist ein C. Jawohl. Ach, das ist ein E. Ja. Okay, dann kommt das B hier gar nicht hin. Das B kommt nämlich da hinten hin. Und da kommt ein E hin. Manu! Was? Das ist Blech. Manu, hör auf damit! Aber das ist doch nicht schlimm. Manu, das ist beschichtet. Wir sind hier auf Hawaii. Wenn das abplatzt, ne, ist das nachher, was anfängt zu rosten. Okay. Es ist kein Edelstahl. Die dürfen sich berühren, ja? Ja. Was soll ich denn jetzt den Müll nehmen? Ja. Weil Manu mag nicht, wenn man sie ignoriert. Nee, absolut nicht. Ich mag das nicht. Und wenn ich dann ignoriert werde, bin ich erst ein bisschen bockig. Und ich weiß, das hat aber, eh keinen Sinn. Aber dann komme ich meistens dann immer an, und weil ich das nicht mag, dass so dicke Luft einfach ist. Aber das passiert vielleicht einmal im Jahr. Vielleicht zweimal. Vielleicht zweimal. Aber das war's nicht. Okay, schauen wir mal, wie weit sie heute kommen. Guck mal, da ist der Bogen hier so. So, und der kommt jetzt dahin. Dann wäre das jetzt außen. Also ich wechsle den noch mal aus, ne? Ich habe einfach irgendeinen genommen. Ja, irgendeinen.
Und anschließend gehe ich da mit dem Schweißgerätball. Ach so, warte, jetzt kann ich das sehen. A1, hier steht. Ach so, das andere ist A2 und das hier ist A1. Ah, A1. So. Nach ein bisschen Orientierung ist der Strandkorb dann in Einzelheiten schon zu erahnen. Aber strandtauglich scheint der US-Import nicht zu sein. Ein Strandkorb ist ja für die See gedacht. Und wenn ich natürlich jetzt sehe, dass hier einfach nur so ein paar Tackerklemmen hier drin sind, dann bezweifle ich, dass der ein halbes Jahr alt wird. Entweder rostet das alles durch oder das Ding fällt auseinander. Aber gut, zur Not ist es einfach so, da muss ich eben halt von mir aus dem Lager Schrauben nehmen. Bei einem ordentlichen Strandkorb aus Norddeutschland wäre das sicher nicht nötig gewesen. So viel Lokalpatriotismus darf an dieser Stelle schon mal sein. Aber was soll's? Noch steht das Ding ja auch nicht. Wir sind also niemals auf die Idee gekommen, aus Deutschland einzuordern. Weiß nicht. Weil wir auch gar keine Idee hatten, irgendwie jetzt einen Strandkorb zu haben. Weil wir es einfach vergessen haben. Naja, Strandkorb aus Deutschland würde ja dann auch wieder wesentlich teurer sein, weil der Versand ja dazu kommt. Ne? Das glaube ich noch nicht mal. Meinst du nicht? Nö. Hm. Das ist das Dach. Ja, schon. Ja, und? Aber hier ist eine Lücke. Mut zur Lücke. Und? Das Dach ist doch schief, krumm. Ah, warte, da hinten ist ein Dach. Ich meine, ein Stück runter. Hier ist... Hier, danach habe ich gesucht. Ja. Dadurch, dass mich keinen Sinn gemacht. Mit dem Vorstellungsvermögen vielleicht nicht ganz mal so. Wir müssen aber erst das Ding da einfädeln. So. Das Vorstellungsvermögen ist manchmal schwierig, aber man hat sie ja lieb. So, fädelst du erst mal ein, du bist doch Schneider. Hier wird einfühlsam eingefädelt. Und dann dauert es auch gar nicht mehr lange und die zwei können Probe sitzen. Meins ist zu kurz. Du kommst ja kaum da an. Also, wir wollen ja nicht weiter darauf herumreiten, aber in Norddeutschland gibt es Strandkörbe in XXL. Darin kann man sogar übernachten. Nun müssen Manu und Conny mit dem leben, was sie haben. Ja, also gut, die Verarbeitung ist nicht so sehr prickelnd. Rein optisch gesehen würde ich sagen, ja. Ja. Also, der sieht schon schön aus, aber ich glaube, der ist ein bisschen flatterig, wenn ich mir solche Sachen angucke. Wir warten einfach mal ab, wie der jetzt die Witterung hier übersteht. Ja. Und dann muss ich vielleicht das eine oder andere auswechseln. Mhm. Aber gut. Ist was nicht schön, aber ist so. Wir haben gelernt, in Amerika die Sachen so hinzunehmen, wie die sind. Du kriegst hier manchmal wirklich absoluten Schrott und dann musst du damit selbst umgehen. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Join.